Hallo, neues Video von der PX Garage Nienburg. Wir sind heute in Meßkirch. Warum sind wir in Meßkirch? Wir sind in Meßkirch, weil wir den Basti besuchen. Basti ist der Eigentümer der Firma MRP und vielen von euch bekannt durch ziemlich tolle und innovative Produkte für uns Vespa-Fahrer. Und ich bin heute hier, mir von Basti mal erklären zu lassen, warum, wieso und weshalb er das macht, was er macht, nämlich für uns schöne Rollerteile bauen. Und schauen wir auch mal die Produktion an und gebe euch mal so einen kleinen Einblick und Überblick, was da so alles gemacht und gebaut wird. Ich wünsche euch viel Spaß und also fahren wir mal hin. So, wir sind jetzt da. Wie ihr seht, wir sind an den heiligen Hallen von MRP oder vielmehr Ego Metall. Basti weiß noch gar nicht, dass ich da bin. Und jetzt gehen wir mal rein und sagen mal Hallo. Ja, man merkt schon, dass man hier richtig ist, weil ich zeige euch mal, warum wir merken, dass wir hier richtig sind. Passt mal auf, kommt mal mit. So, wir sind da. Türe auf, Licht an. Jawohl, und dann kommen wir eigentlich hier rein, ne? In das Spielzimmer. In das Spielzimmer, ja. In die Versandzentrale, sagen wir so. Das Ganze habe ich so jetzt eigentlich schon geplant. Wir haben das Haus erst vor 3 Jahren gebaut. Komplett unterkellert und das war eigentlich dann in der Bauphase schon so eingeplant. Okay, hier sind ungefähr 70 Quadratmeter hier unten, kommt MRP rein, dass man einfach Platz hat. MRP gibt es jetzt dieses Jahr im September seit 10 Jahren und wird gefeiert? Machst du was? Ja, hab schon irgendwie was vor. Ich habe mir noch nichts überlegt, aber irgendwas macht man ja. Ja, mach irgendeine Sonderausgabe. Ich mache ein Video mit dir hier jetzt. Ja. Und aber die 7 Jahre davor war das alles, was man hier jetzt sieht, also dieser Versand, diese Lagerung der Teile, hat sich das alles in der Garage von meinen Eltern abgespielt. Und das ist ja das Lustige, das fängt ja bei uns allen irgendwie genau so an. Ja, genau. Genau. Oder? Also da habe ich früher mal meine Roller geschraubt und irgendwann diese Garage, in dieser Garage ist noch nie ein Auto gestanden, noch nie. Also war immer nur von mir mit Roller voll und Zeug. Okay. Jetzt habe ich mein eigenes Haus, meine eigene Garage ist nicht mehr notwendig. Aber es war schon immer übel, der ganze Winter durch in dieser kalten Garage. Also ich bin dann echt bei minus 10 Grad in der Garage gesessen so und habe Pakete verpackt, alles aus kaltem Metall, ne? Jetzt ist hier wirklich Luxus, also ich habe hier einen kleinen Kaminofen, den brauche ich eigentlich gar nie, weil es immer mindestens 17, 18 Grad hat. Ich habe einen Fernseher, wo ich D-Max gucken kann nebenher. Männerfernsehen. Ja, auf dem Computer lasse ich gerne irgendwie Bud Spencer Filme nebenher laufen, wenn ich hier 2, 3 Stunden am Verpacken bin. Also da fühlt es sich dann oftmals auch nicht wie Arbeit an. Es ist Arbeit, aber super, ja, klasse. Man macht sich das schön, sagen wir mal so. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Ja, jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen vom Basti und es ist im Grunde wie bei jedem von uns, es hat immer irgendwie in irgendeiner Garage angefangen. Ne? Also, ja, so sieht's aus, ja. Was mich total brennend interessieren würde, was war das erste Produkt, was du verkauft hast? Also der Klassiker sozusagen. Das allererste war eigentlich mehr so eine Membranansaugstütze-Geschichte mit ein paar Kumpels hier aus der Gegend zusammen, was man, ich sage jetzt mal, nicht so groß verkauft hat. Das war eher so unter Freunde hier in der Gegend. Damit hat nicht wirklich das Geschäft angefangen. Das Geschäft hat eigentlich eher angefangen mit Drehschieberansaugstütze. Also okay. Da ging es wirklich darum, dass ich gesagt habe, es war so ein bisschen auch im German Scooter Forum Mode, einfach Drehschiebermotoren zu bauen, auch mit mehr Leistung und auch mit größeren Vergaser. Also früher war es ja Thema hier, willst du einen 35er Vergaser auf Drehschieber montieren, hast einen an der Klatsche, ne? Mhm. Was heute ja eigentlich gang und gäbe ist. Ja. Und da habe ich eigentlich angefangen mit 36 mm Drehschieberansaugstütze. Das heißt, jetzt kommen die feinen Sachen. Ja, diese Geschichte hier. Mit diesem Aluminium-Grundteil, ja. Also aufgebaut wie ein Membranansaugstütze, kann man sagen. Ein Schweißoberteil und unter dieses Aluminium-Frästeil. Dann auch die Geschichte, ein kleines Detail, aber mit diesen Langlöchern, dass man den einfach ein bisschen verdrehen kann. Je nach Vergaser kann man die Vergaserposition ein bisschen einstellen. Und ja, der Bedarf war da irgendwie. Und dann hat man halt mal 20 gemacht und die hat man halt verkauft. Und dann hat man wieder 20 gemacht und dann hat man irgendwann überlegt, ja, oder man kam dann auch die Kundenanfrage.
macht ja, klar, mal das einen. Verbreitet sich ja dann, ne? Genau, und dann kann man eigentlich auch die Überlegung, okay, man verbaut eigentlich die Ansaugstütze, diese Gussansaugstütze, die es einfach schon gibt seit, ich weiß nicht, seit der 60er, 70er Jahre aus Italien, wo der Vergaser irgendwie dann halb drin hängt wie ein Fallstromvergaser, ne? Ja. Der gute, und alte Del Orto macht es ja mit, ne? Wo wir wieder beim Del Orto werden, ja, aber richtig. Die Mikunis und die Kaihins, die machen das einfach nicht mit und es sieht auch scheiße aus. Also du kannst ja keine Verbindung herstellen, irgendwie über den Rahmen anzusaugen oder solche Themen. Ja. Und dann kam einfach auch die Kunden und sagte, hey, mach doch auch mal einen 30er, ne? Dass man einfach auch schön, ja, und diese Mikuni-Sache, es kam mit Mikuni-Vergaser einfach in Mode, dass der Vergaser ein bisschen höher sitzt, das ging alles mit dieser Polini und was weiß ich was, Ansaugstütze nicht. Also habe ich auch eine 30er-Variante gemacht. Hier geht was. Die mittlerweile sich natürlich auch mehr verkauft wie die 36er-Variante, keine Frage. Die meiste baut einfach immer noch einen 30er-Vergaser auf, egal ob es Membran oder Drehschieber ist, macht auch für Straßenmotoren einfach auch mehr Sinn, keine Frage. Meiner Meinung nach. Und ja, und dann kam so peu à peu. Bin ich durchaus deiner Meinung, ja. Ja, und dann kamen so peu à peu halt weitere Produkte hinzu. Ehrlich gesagt, was dann so als nächstes kam, Gepäckboxen kamen relativ bald, wo ich ja nicht der Erfinder bin. Also das kommt ja aus dem GSF, ne? Ich glaube, der Stahlfix oder was war da eigentlich der Erfinder. Da habe ich auch nachgefragt, ob das in Ordnung ist, dass ich die fix fertig anbiete, nicht nur Zuschnitte, sondern wirklich das fix fertig geschweißt. Das hat dir im Grunde auch das Leben gerettet, wenn du dich entschlossen hast, das Gepäckfach mal auszubauen, weil du, was weiß ich, irgendwie ein Reserverad hinbauen wolltest oder aus optischen Gründen vielleicht noch eine Verstrebung oder nicht nur aus optischen, auch aus leistungstechnischen Gründen Verstrebung und noch einen zweiten Tank und so weiter. Also da es ist ja immer so, dass wir Vespa-Fahrer durchaus immer noch Werkzeug mitnehmen müssen. Ja? Leider, ja. Wieso leider? Ich meine, das ist die scheiß Realität, ne? Ja, oder manchmal auch nur Öl oder irgendwas. Ja. Ne? Die meisten mischen ja selber. Ja. Ja. Oder in Österreich und so weiter mit Warnweste und was da alles Pflicht ist, Verbandspackung braucht man da ja, ne? Dieses Verbandsset. Ja. Ich habe Pflicht beim Motorrad, also kann man das da reinpacken. Es geht unwahrscheinlich viel da rein. Also ich habe in einigen Rollern habe ich eine Batterie drin, Öl, Werkzeug. Ich habe da in der Gepäckbox echt viel. Die White Widow, die ich zuletzt gebaut habe, da ist auch eine Box von dir drauf. Und da passt auch echt unfassbar viel rein. Also ich bin... Genau, weil wie gesagt, das ist nicht meine Erfindung. Es kamen dann von mir ein paar Varianten hinzu. Ja, also diese Sparewheel-Box, wo man in das Ersatzrad montieren kann. Ja. Ja, die habe ich irgendwann gemacht. Die Lambretta-Box auch nicht direkt meine Erfindung. Also das habe ich auch mit einem aus dem GSF zusammen gemacht. Ja. Und und ich stelle es dann halt her. Aber sonst, ja. Hast du etwas, wo du sagst, das ist jetzt was dein Dauerbrenner ist, wo du sagst, das läuft eigentlich, da kann ich mich drauf verlassen, das ist so mein Big Seller. So. Also, oder dein Aushängeschild. Ist schwierig. Nee, eigentlich nicht. Also man muss schon wirklich sagen, es gibt hier kein Produkt, das man 1000 Mal im Jahr verkauft. Das ist in dieser Branche, oder was ist in dieser Branche? Das sind halt alte Kisten, ne? Das sind ja alles alte Gurke, die seit teilweise 30 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Aber genau das ist der Punkt. Lass mich da mal kurz einhaken. Aber das ist genau der Punkt. Man könnte ja meinen, dass der Markt irgendwann mal gesättigt ist, ne? Ja, das denke ich auch schon lange eigentlich, ja. Aber ist nicht so, nee. Also manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke, wie viele Leute ihre Motorgehäuse mit meiner Membrananzugstütze irgendwie zerfräsen. Ne? Ob mich der Vespa-Gott von oben irgendwann mal mit dem Blitz bestraft. Ja, das könnte durchaus sein. Andererseits, ganz ehrlich, ja, darum geht es ja. Also es geht nicht ums Zerstören, aber da sieht man jetzt, kommt Pinasco und Malossi kommt jetzt mit neuem Motorgehäuse und so weiter. Ja. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Rahmen bitte nicht zerflexen, zerschneide irgendwas, da bin ich kein Fan davon. Aber wenn man jetzt einen Membranansaugstütze irgendwo auffräst, es hat ja einen Sinn und Zweck, ne? Es kommt ja was bei rum. Leistungsfördernd, ne? Und man ist ja bestrebt, immer leistungsgerecht anzubieten. Genau. Aber wenn man so zurückkommt zu diesem Top-Produkt, also Ansaugstütze, klar, ich sehe mich im Ansaugstütze-Segment, gerade bei Large Frame, sehr, sehr stark, weil ich einfach fast für jeden Anwendungszweck was habe. Lange, kurze Dichtfläche, LML, Pinasco. Ich zeige euch das gleich mal. Hier können wir so viele Varianten zusammenpuzzeln. Ich glaube, wir haben eben mal durchgerechnet 30, 40 Varianten mit dem Unterteil, Oberteil, rechts, links, hü-hot. Also hier steht schon was im Regal. Ich zeige euch das gleich mal. Oder ich blende das jetzt mal ein. Dann zeige ich euch mal das Regal, was hier noch so steht. Und unfassbar. Ist wirklich... Jetzt ist ja das genau das Regal, von dem ich eben sprach, wo wir die ganzen Möglichkeiten haben der Kombination. Erzähl mal was dazu. Das ist ja schier mannigfaltig, was man da so alles machen und treiben kann. Genau, also das hat sich eigentlich auch so über die Zeit entwickelt. Man fängt an mit normaler Membranansaugstütze für die lange Einlassdichtfläche, weil das ist natürlich auch die Variante, die am meisten gebraucht wird. Das heißt, mir verwendet immer RD-Membran, RD-350-Membrane oder die passende VFOS. Auch das gibt es komplett im Set bei mir.
Also, und man kann bei dir komplett einmal Ansaugstutzen mit allem. Komplett. Und scharf. Scharf nicht, ne? Das ist aus. So, okay. Ohne Soße. Ja, es hat sich halt so entwickelt. Angefangen hat es eigentlich hiermit. Man macht den Membranansaugstutzer oder Membrankasten im Prinzip. Dann gibt es einen 30er und einen 36er geschweißtes aus Edelstahl Oberteil dazu. Dann kommen die Jungs um die Ecke und sagen, ja, ich will aber einen 38er Vergaser verbauen. Also hier, machen wir 38er Oberteil, kein Problem. Dann kommen die Jungs mit der T5, sagen, ja, aber ich habe kurze Einlassdichtfläche. Da hängt mir hier dieses Loch, hängt mir über die Dichtfläche raus. Geht nicht, muss man mit Kaltmetall spielen, keine Ahnung. Also Jungs, kein Problem, machen wir kurze Einlassdichtfläche. Hier sieht man den Unterschied. Es ist genau der gleiche Block, nur dass hier das Loch größer ist wie hier. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, bestellt man vielleicht lieber den da. Den kann man jederzeit auch auffräsen mit dem Dremel. Ne? Dann ist das genau der gleiche eigentlich. Nur die Öffnung ist anders. Und auch der reicht für unglaublich viel Leistung. Also, ja, genau. Wenn man so eure Videos mal oder kurzen Clips so bei Facebook sieht und so weiter, ihr fahrt also selten auf zwei Rädern, ne? Ja, da gibt es einen Kandidat bei uns, der Jonas, der hat ein bisschen, dem juckt es in der Gashand immer, aber der kann das auch mit einer 10 PS Karre, also der schont sein Vorderrad, ja. Okay, und, ja. Und verrammelt dafür alles am Motor. Also der ist ein sehr guter Testfahrer, muss ich dazu sagen. Wenn ich irgendwas testen will, ob es auch hält, also klar, hier brauche ich nichts testen, ob es hält, aber Zylinderkopf zum Beispiel, da kam mir der erste mit dem für Originalzylinder, also wir haben uns der erste für Originalzylinder köpfig gefräst, die haben wir auf unsere T5 montiert und dann an einem Tag 560 Kilometer Autobahn nach Genua runterballert, alles Vollgas, war alles super, 117 GPS haben wir sogar geschafft mit der originalen T5, ne? Hier so klein gemacht. Und, alles super, Temperatur, alles perfekt und dann kann man sagen, alles klar, man hat ein Produkt, das kann man auch verkaufen. Okay. Aber also sonst, du hast wirklich Jungs, die dann für dich testen und die Dinger bis zum Erbrechen quälen. Genau, absolut, ja. Und die sind auch ganz wichtig, die Jungs, ne? Also das ist auch so das ganze Team, ne? Wenn man auch vielleicht sagt, ich bin hier vielleicht der Einzige, der die Pakete verpackt, meine Frau hilft natürlich mit oder drüber natürlich mein ganzes Team, die Teile zu fertigen. Aber das gehört auch dazu, dass man seine Kumpels hat hier, die vielleicht Ideen bringen, die Teile testet, die mal Prototype testet. Und dann auch sagen, ja, ist scheiße oder nicht scheiße oder wie auch immer. Ne? Aber um zum Thema zurückzukommen. Lange Einlassdichtfläche, kurze Einlassdichtfläche. Dann ist so vor vielleicht 10 Jahren oder irgendwas, kamen dann so die LML-Motorgehäuse mit originalem Membraneinlass für 125er. So in Mode, sage ich jetzt mal. Ne? Sehr günstiges Motorgehäuse, aber es hat eben originalen Membraneinlass. Also gibt es eine Variante hierfür. Ne? Da sieht man jetzt auch wieder den Unterschied. Das ist der normale PX mit langer Einlassdichtfläche und das ist der für LML. Ja. Das heißt, man sieht, da ist eine riesige Dichtfläche und der passt auch Plug and Play. Das heißt, da muss man gar nichts fräsen. Also hier muss natürlich schon gefräst werden. Dafür habe ich ja hier meine Schablone. Also wer sich immer gefragt hat, was ist das in seinem Paket? Mittlerweile graviere ich Schablone drauf, weil so viele Leute bei mir nachfragen, ja, ist das eine Dichtung oder was das denn ist eigentlich? Nein, es ist eine Schablone. Also das ist dazu gedacht, aufs Motorgehäuse zu schrauben und dann kann man schön hier den Einlass fräsen. Vereinfacht das Ganze, ist ein Cent-Teil und also liefere ich das jetzt seit einiger Zeit immer mit. Genau, also hier die LML-Variante kam noch dazu, wird immer beliebter, eigentlich auch immer noch jedes Jahr, verbaut immer noch mehr diese LML-Motorgehäuse. LML ist ja anscheinend bankrott, ich hoffe, dass es diese Gehäuse weitergibt. Schauen wir mal, ob da irgendeiner von den großen Shops ein bisschen dahinter ist, dass die weiter produziert werden. Die sind übrigens von der Qualität, finde ich, gar nicht so schlecht. Also ja, die sind okay. Also Preis-Leistung bombenmäßig, manchmal sind die Dichtfläche ein bisschen versetzt, da muss man manchmal ein bisschen nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen sind die okay. Und dann kam noch jetzt die letzten Jahre die Thematik mit dem Pinasco-Gehäuse. Sieht man hier die Variante fürs Pinasco, Membrangehäuse, also für das Slave-Gehäuse. Das Slave ist das Membrangehäuse, genau. Und ja, passt auch Plug and Play, muss am Motorgehäuse nichts verändert werden. Das zum Beispiel ist auch ein bisschen schade, da wird halt ständig was verändert. Also ich habe hier eigentlich Bohrungen drin gehabt, diese Phase hier war am Anfang auch nicht. Ich muss ständig was verändern, weil diese Motorgehäuse sich ständig verändern. Also ich weiß nicht, bei jeder Charge haben die anders Lust, diese Dichtfläche zu fräsen. Heißes Thema. Ja, bin ich dann halt, ich will wieder... Ich will mich da nicht einmischen in das Thema, aber für mich macht es schwierig. Also klar, ich mache mein Teil, ich kaufe mir so ein Gehäuse für einen Haufen Geld, um das Teil dafür dann zu konstruieren. Und ihr seht, das sind keine Riesenmenge, die davon weggeht. Und dann wird ständig was verändert und dann kriege ich natürlich Reklamationen. Ja, bist du zu blöd, um da so einen Membranansatzschutz zu machen, weil die Bohrung passt nicht. Ja, wie denn? Das hat natürlich passt. Ich habe es ja hier gehabt und habe es verbaut. Also gehe ich halt irgendwann hin, mache Langloch, das heißt, es kann man jetzt verstellen, man hat hier eine kleine Phase dran, also jetzt sollte es wirklich passen, hoffentlich.
für länger. Aber auch eine Thematik, also klar, es sind keine Stückzahler wie jetzt bei deiner herkömmlichen Membranansaugstütze, aber vor allem, weil man dieses Slave-Gehäuse ja nicht ohne originale Membranansaugstütze kaufen kann, aber sehr viele Leute, die schmeißen das Ding gleich in Müll, um das mal vorsichtig zu sagen, und verbaut dann, ja, gerade diesen Gummirüssel oben, das ist natürlich auch ein Thema, dass die Leute sich ein Oberteil holen, wo einfach hält. Also von diesen Gummidingern war halt überhaupt nichts. Das ist. Ja, kann ich tatsächlich taugt überhaupt nichts. Ja, ja. Die haben nicht sehr lange gehalten. Genau. Und ja, das sind schon mal die vier Unterteile, die man haben. Und die sind dann alle kombinierbar. Also die sind alle für RD-Membran, ob VFOS oder normale RD oder BGM-Nachbau oder was auch immer, sind kombinierbar mit vier verschiedenen Oberteilen. Das heißt, es gibt 30, 36 und 38 mm in Edelstahlausführung geschweißt. Und jetzt seit 3-4 Jahren gibt es auch noch diese CNC-Oberteile. Dann auch eben im 30 mm Innendurchmesser, den habe ich in 35 mm Innendurchmesser und in 38 mm. Ja, da sieht der Lagerbestand gerade ein bisschen schlecht aus. Ja. Kann man so sagen. Die CNC-Ansaugstutzen und die geschweißten Ansaugstutzen, signifikanter Unterschied vorhanden? Ja, nein? Was sagst du? Also Leistung, wir haben das prüft. Auf meinem Prüfstand haben wir das getestet. Eigentlich Messtoleranz, 0, wirklich. Also da ist jetzt nichts, dass du sagst, das ist strömungsoptimiert oder hier kriegt man hier und da noch was gekitzelt. Was ein bisschen bei den CNC-Oberteilen ein Vorteil ist, also hier habe ich natürlich unter der Ausgang ist langlochförmig, der ergibt sich natürlich durch diesen Rohrbogen, den kürzen wir übrigens, also es ist kein originaler Rohrbogen, sondern der ist untergekürzt, weil der sonst der Ansaugschütze zu hoch wäre. Das heißt, dein Vergaser hängt weiß Gott wo. Das heißt, es wird alles gekürzt, jeder einzelne Rohrbogen wird abgesägt, wird gekürzt, dann hier ein CNC-Drehteil mit dem Rohrbogen verschweißt und hier eine lasergeschnittene Platte. Und was der Vorteil ist, also man sieht unten, ne, das ist natürlich ein unterschiedlicher Auslass. Der ergibt sich so durch den Rohrbogen und ist dann auch dementsprechend größer, umso größer der Ansaugstütze wird. Ja. Da kann man natürlich nichts dran machen. Bei einem CNC-Teil hat man natürlich die Möglichkeit, da was anzupassen und das haben wir angepasst auf VFOS. Das heißt, VFOS 3 und 4 ist da eigentlich relativ vom Stuffer her gleich. Das heißt, das passt hier genau auf diese Form von diesem Stuffer, von der VFOS. Ja, sehr geil. Das heißt, das passt so wunderbar zusammen. Also keine Prallkante, keine Verwirbelung, nichts. Genau, schöner Übergang, aber es passt auch gut zu einer RD-Membran. Das heißt, wenn ich hier mal eine RD-Membran raushole, das sind natürlich keine originale Yamaha-Membrane, muss ich dazu sagen, die sind unbezahlbar, aber diese Nachbaute sind eigentlich einwandfrei, funktioniert gut und sind bezahlbar. Also auch hier hat man das große Viereck, ne? Aber auch das funktioniert, also vom Übergang her ist das, ja, sauber, ist das in Ordnung mit dem CNC-Oberteil. Für die Geschichte mit den Edelstahl-Oberteile habe ich ja dann noch die Stuffer. Okay. Das heißt, da kann man dann von diesem ovalen Ausgang praktisch, von dieser geschweißte, auf diesen großen viereckigen, kann man nur den Stuffer einbauen und dann hat man da ein bisschen schöneren Übergang. Sweet, sehr schön. Ja, aber das ist ja schon, das ist schon ein bisschen gaga so, ne? Also wenn man so viel dann sich dann ins Regal legt und sagt, man kann das und das und das kombinieren und da ist ja schon, da macht man so viel für die Gemeinschaft, also für die Gemeinschaft der Rollerfahrer. Ja, das ist schon. Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich natürlich sagen würde, ich verdiene damit nicht auch Geld, ne? Also da muss man natürlich ehrlich dann aussagen. Dann würdest du was ja falsch machen. Absolut, dann wäre ich ein Idiot, ja. Oder nein. Vielleicht, ja, also. Aber es muss sich auch, das ist immer, was ich sage, was man auch verstehen muss. Es muss ja auch jemand geben, der das Interesse daran hat, was zu tun. Und ich bin immer sehr glücklich, wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Liebe nimmt und die Einstellung zur Sache hat, für diesen Bereich und für diese Nische. Wir reden hier über eine Nische. Es ist eine Nische, absolut, mehr nicht. Absolut. Auch was zu tun. Ja. Absolut. Man sieht es ja auch immer wieder. Es gibt ja mittlerweile viele solche wie mich, muss man ehrlich sagen, was auch toll ist. Aber es gibt auch sehr viele, die kommen und gehen, ne? Also die denken dann eben, ja, ich habe eine tolle Idee, ich mache, keine Ahnung, was stelle ich her? Ja, hier, Ansaugtrichter oder keine Ahnung was und damit werde ich jetzt reich. Ne? Ja. Schwierig. Also man sieht, ich habe eine Vielfalt von über 100 Produkte und diese Vielfalt macht's. Also man muss halt hier 50 machen, da muss man 100 machen und dann gibt es natürlich auch Produkte, wenn die neu anlaufen, geht die durch die Decke. Ne? Also da, Dumbo, wahnsinnig. Unglaublich. Gutes also, Thema. Warte, lass uns da jetzt mal einhaken. Wir holen uns jetzt mal ein Dumbo und dann gucken wir mal. Ja, gerne. Ist ja nicht zu weit. Das heißt, hier sind eigentlich so die ganzen Einzelteile vom Dumbo. Das heißt, der besteht aus sehr, sehr vielen Teilen, dieses Kit. Ja. Also das ist dann auch nicht so, ich habe hier einen Ansaugschlauchadapter, ein Rohr und eine gelaserte Platte, die zusammengeschweißt wird. Sondern das sind sehr viele Einzelteile. Das heißt, klar, dieser flexible Schlauch, ne, der übrigens sehr, sehr, sehr massiv ist. Ich habe da so ein kleines Video auch drin, da kann man wirklich mit dem Schraubenzieher dran rumstechen. Ne? Also
Die sind sehr stabil. Man hat den Ansaugschlauchadapter, man hat diesen Schlauch, dann hat man die innere Verschraubungsplatte, man hat die äußere Verschraubungsplatte, man hat den Dichtgummi, es sind zwei Schellen. Ja. So, das Ganze ist schon mal, sind schon mal diese Hauptbestandteile von diesem Dumbo. Ich kann ja mal schnell eine zusammen kommissionieren. So, und dann kommen noch Schraube hinzu. Ich weiß, das ist noch alles auswendig, ne? Wer weiß, wie lange das noch funktioniert. Ja, kommissioniert das schon mal selber. Ein paar M5-Schräubchen, dann kommen noch Unterlagscheiben hinzu. Und das ist natürlich auch viel Arbeit, ne? Also, Also du packst, um da auch so ein bisschen noch die Geschichte zu fangen, du packst tatsächlich hier abends nach Feierabend selber. Also das ist nicht irgendwie, dass hier 10 ukrainische Damen sitzen, die dann... Die haben jetzt alle versteckt, sieht schlecht aus. Nein, das mache ich bisher alles noch selber. Also die Fertigung unmöglich noch selber zu machen. Das haben wir ja jetzt auch gesehen, das machen wir drüber in der Firma. Aber die Kommissioniererei noch nicht. Das wird aber bald auch da drüber überwiegend passieren, also dass Sache fertig verpackt wird. Jedes Paket, was bisher bei dir aus dem Haus kam, hattest du selber in den Finger. Oder meine Frau. Achso, die Frau genau. Ist dabei. Ja, ist ja. Also ein Familienbetrieb, ne? Absolut, genau. Ja, die Tochter ist noch zu klein mit einem Jahr, aber ich hoffe so in einem halben Jahr, dass sie mithelfen kann. Nein. Ja, sehr gut. Alles wird selber gemacht. Und das ist auch wirklich viel Arbeit, also man unterschätzt es. Aber wenn jetzt hier 200 Dumbos liegen und... das muss alles verpackt werden, ich muss Kartons da haben, ich muss es natürlich etikettieren. Auch diese Teile, die kriege ich nicht geschnitten, die muss ich alle selber schneiden. Das heißt, kriege ich diese Rohre angeliefert, ne? Oder diesen Schlauch. So, ne? Und dann sitze ich da mit Messer und mit Seitenschneider und schneide diese Länge zu. Diese Länge übrigens vom Dumbo, die sind hier eingeritzt, ne? Das heißt, das ist die Gummilänge und das ist die Länge von dem Schlauch, ne? Also ich schneide das hier zu. Da sieht man auch die ganze Kratzer. Hier wird es zugeschnitten. Und sehr der Gummi, geil. Ich lege das einfach hierher und zwick da den Gummi ab. Zack, zack. Also man muss da echt ein bisschen gucken, wie man dann auch produktiv ist. Da muss es zack, zack, zack gehen. Super, klasse. Ja. Ist der Hammer. Wir hatten natürlich eben schon mal kurz über den Dumbo gesprochen. Was mich interessiert hat, ist der Ansaugweg und das Thema Leistung. Du hast mir gerade eben noch gesagt, das solltest du jetzt vielleicht auch nochmal sagen, du hast das mal getestet, weil dich diese Frage auf einem Prüfstand auch mal ereilt hat. Ja, mich hat diese Frage ereilt. Das ist auch die Nummer 1 Frage, wenn es um der Dumbo geht. Ne? Ich lass mich kurz dazu sagen, ich habe selber die Erfahrung gemacht, je nachdem wie lang der Ansaugweg ist, sprich ob du über den Rahmen gehst oder den kurzen Weg nimmst, da reden wir schon über ein bisschen Leistungsfluss. Den letzten Motor, den ich mit 40 PS gebaut hatte, da hat so ein Ansaugschlauch mir in den Rahmen tatsächlich 8 PS genommen. Aber das war natürlich nicht dein System, sondern einfach nur mal eben so. Ja, also man muss dazu sagen, wenn ich ein bisschen ich hole mal hier schnell einen von meiner Lieblingsvergaser. Ich hörte davon. Ja gut, ich meine, das ist ein Vergaser, der geht halt in Wüste Gobi und ja, also mir hat zwar schon davon, also wenn man dringend einen Stuhlgang unterwegs hat, dann kann man das in diesen Vergaser entledigen und der läuft trotzdem. Ne? Oh ja, okay, das ist auch eine Beschreibung, die... Ja, aber das ist... Ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Quarter-Mile-Roller oder sonst was, ich rede jetzt hier von einem Straßenroller und da ist der für mich einfach toll, weil er toll einzustellen ist, weil er besonders auf einer Large Frame die einstellbare Benzinanschluss hat. Ja. Und das heißt, man kann das hier nach vorne drehen, man hat die Position fast wie beim originalen SI-Vergaser, man braucht keine Benzinpumpe und so weiter, tolle Sache. Und er ist von der Außenmaße relativ klein, ja, ich finde, das ist ein tolles Gesamtpaket. Und ich habe den jetzt gerade mal geholt, nur um das mal zu demonstrieren. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel schon mal den Durchmesser. Ne? Also 30er Vergaser und der hier hat 60 mm. Ne? Der okay. 60er Dumbo hat 60 mm. Man hat schon mal das Doppelte an Durchmesser vom Ansaugschlauchvolumen, ne? Wenn man das hier drauf fummelt. Dann geht es hier weiter. Das heißt, auch hier, das ist natürlich 60 außen, 60 mal 2, dann mal 56 mm innen Durchmesser. Also er nutzt wirklich das Maximum, was der Rahmen hergibt, aus von dieser Öffnung. Ganz also, wichtig, man sollte natürlich die Plastik, gerade bei einer PX unten, die Plastikabdeckung zum Rahmentunnel, die sollte man rausschmeißen. Auch bei Sprint und so weiter, die Frage ist so, also der Dumbo begrenzt nicht. Wenn man jetzt natürlich von einem 50 PS Motor redet, okay, das ist ein anderes Thema, da braucht auch kein Dumbo, ne, weil wo fährt der schon hin? Aber ich rede jetzt hier von einem, meine Sprint zum Beispiel, ein 30 PS Motor, der nimmt nichts, nicht mal 0,1 PS, da habe ich auch das Diagramm postet, ich weiß nicht, ob ich es auch im Shop drin habe, absolut nichts,
Weil einfach, man muss halt schauen, dass der Rahmen genug Luft kriegt. Also wenn unten das Blech drin ist und oben hat man nur eine Sitzbank drauf, die richtig auf dem Rahmen abdichtet und solche Geschichten, ja, wo soll die Luft herkommen? Ne? Der Dumbo, der generiert ja keine Luft, sondern der Luft saugt halt im Rahmen an. Und man muss halt schauen, dass in den Rahmen genug Luft kommt. Das Tolle ist aber auch, was sie... ist das Zauberwort. Du musst das Luftvolumen zur Verfügung stellen, sonst... Genau, also die beste Taktik ist, man braucht auch keine irgendwelche Löcher reinbohren oder sonst was in den Rahmen, um Gottes Willen. Einfach diese Kunststoffabdeckung unter rausmachen im Tunnel. Und dann den Rahmen innen dämmen. Also dieser Lärm, wenn der nur in den Rahmen reinschreit, das wird dann auch nicht unbedingt leise. Man muss dann wirklich mit Dämmmatte arbeiten. Also ich habe dann auch solche Dämmmatte, die habe ich hier irgendwo rumliegen. Irgendwelche Reste, hier genau, ja, solche Geschichte hier. Das sind solche selbstklebende Dämmmatte, die gibt es auf eBay oder Amazon, gibt es das Zeug, ne? Die haben einfach hier, sind die so einseitig selbstklebend. Kannst du dich noch an die PX früher erinnern? Die hatten ja auch so einen Schaumstoff im Rahmen, der sich dann irgendwann mal auflöste. Genau. Eine Katastrophe, oder? Ja, der löst sich vielleicht auch mal irgendwann auf, keine Ahnung. Ja, aber hast du dann im Vergaser wieder gefunden, ne? Aber das hat dann halt nicht, ne? Das ist. Also ich sag mal so, wenn das Sprayback bis in den Rahmen reingeht, dann sollten wir irgendwo schauen. Dann ist was anderes falsch. Ja. Und natürlich, man muss auch wirklich oftmals sagen, dass viele Leute halt zum Beispiel absolut offene Vergaser fahren, gar nichts dran. Und dann baut sie den Dumbo hin und sie sind halt vorher schon grenzwertig fett unterwegs. Ja. Und man muss halt schon gucken, dass der Vergaser auch nicht eingestellt ist. Also da kann der Dumbo dann nichts dafür. Und aber immer ganz wichtig, die Luft muss in den Rahmen kommen. Wenn der Rahmen überall zu ist, ja, wo soll der Dumbo die Luft herkriegen? Der holt die halt aus dem Rahmen. Aber er selber begrenzt nichts. Da ist genug Querschnitt da. Und es ist allemal besser als ein Ram Air oder sowas, der sofort zuölt. Das macht dann gar keinen Sinn, ja. Kannst du mir gerade einen durchkommissionieren? Ich würde, ich muss ja bestellen, du hast ja keinen Lagerverkauf. Okay. Kein Direktverkauf, nur Onlineverkauf, genau, ja. Okay. Hierzu muss ich auch sagen, dass der 50er Dumbo, es gab auch einen 50 mm Dumbo, den habe ich wieder aus dem Programm genommen. Ganz einfach deswegen, ja, erstens der 60er verkauft sich mehr, jeder will Querschnitt. Und meine Idee war auch die, dass ich einen Adapter anbieten werde. Hier liegen schon solche Prototype-Ringe. Die sind noch lasergeschnitten, aber solche Ringe wird es bald geben. Die kann man dann, wenn man einen kleineren Vergaser hat, also zum Beispiel der Mikuni, ich glaube der 30er Mikuni, der hat nur einen 50er Anschluss. Das heißt, wenn ich hier halt nur 50 Außendurchmesser habe und ich komme mit dem 60er Schlauch relativ schlecht, ne? Und dann ist einfach gedacht, dass ich so einen kleinen Adapter mache, den ich dann auf den Mikuni zum Beispiel drauf machen kann. Und dann einen Schlauch drauf und dann passt auf jeden Vergaser der 60er. Dann habe ich immer diesen 60er Durchmesser. Und der macht auch Sinn, weil den kann ich auch weiterführen bis in den Rahmen. Also 70, 80 macht keinen Sinn, den kriege ich auch nicht aus dem Rahmen durch, aber 60, naja, selbst für einen 38er Vergaser oder was, ist 60 mm Durchmesser dann ausreichend, ja. Genau. Sehr sexy. Also das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, nächste Highlight sehen wir hier jetzt gleich. Was machst du jetzt hier? Also hier läuft gerade ein 3D-Scan jetzt an dem oberen Gerät. Ist ganz interessant, gerade für solche Ansaugstütze wie jetzt den hier, baut man meistens die Prototype im Rahmen. Das heißt, man hat alles montiert, was dazugehört, schweißt es aus einzelnen Teilen im Rahmen zusammen. Jetzt will man das Ganze ins CAD bringen, also SolidWorks oder was, will man ein 3D-Modell daraus machen. Schwierig, solche Freiformen auszumessen mit einem Messschieber oder irgendwie. Deswegen ist es hier ganz interessant, einfach 3D-Scannen. Man hat da eine Punktewolke, die kann man ins CAD, ins SolidWorks direkt übernehmen und kann... hat einfach die ganze Maße, ne? Also es kommt hier nicht aufs Zehntel an, aber man hat diese Verlegung, man hat Anfang und Endpunkt, man hat die Platte alles und kann das dann nachkonstruieren sozusagen. Das heißt, du bist dann auch deutlich flexibler, was Änderungen angeht, weil du dann auch weißt, wo, wie, was, an welcher Stelle geändert werden muss und was für Konsequenzen das hat. Ganz genau, ja. Also es ist jetzt weniger, um irgendwie was einzuscannen. Ich baue ja keine Originalteile nach irgendwie als Ersatzteile, sondern es sind ja schon selber gebaute Teile. Aber manchmal baut man lieber und bringt es dann erst ins CAD, wie das man im CAD anfängt. Ne? Bei vielen Teilen fängt man im CAD an, aber manchmal geht man einfach mit dem Schweißgerät hin und baut einfach. Ne? Ja, klar. Gerade eben solche Ansaugstütze, verschiedenste Variante, was es alles gibt. Genau. Und dann hast du ja noch die Möglichkeit, so wie ich das da unten nämlich sehe, ich lege mal kurz die Kamera um hier, da. 3D-Drucker, extrem wichtig, also noch viel wichtiger als der 3D-Scanner, weil... gerade bei Frästeile oder so ist es oftmals recht aufwendig. Wenn es ein aufwendiges Teil ist, bis das Fräsprogramm gemacht ist, bis der Fräsmaschine eingerichtet ist, wenn man nur mal einen Prototyp machen will, um zu gucken, passt alles, ist der 3D-Druck unschlagbar. Es geht hier zwar, wenn man so einen Membranblock hier 3D-drucken will, dann geht es, keine Ahnung, 3-4 Stunden, also für die Produktion uninteressant. Aber gerade hier so eine Ansaugstütze ist das absolut interessant zu drucken. Die Qualität ist ausreichend. Was ist das?
Das ist ein Prototyp, den du gar nicht zeigen solltest eigentlich. Die Thematik ist, dass einige Ansaugstütze-Oberteile ich eventuell auf andere Fertigungsmethode umstellen will. Und hier geht es um eine Polini Evo Ansaugstütze. Ja, das Ding macht einen Lärm hier. Der Polini Evo Ansaugstütze, der original beim Zylinder dabei ist, taugt nichts. Beziehungsweise er ist okay, aber man muss den ganzen Rahmen aufflexen. Und deswegen hatte ich immer so ein Schnüffelstück, wie es ja viele nennen. Also sowas in der Richtung hier im Programm, aus geschweißte Rohrböge und und. Das Problem ist, dass ich einfach solche Sachen sind einfach unfassbar aufwendig herzustellen. Ja, glaube ich gerne. Man sieht hier zum Beispiel zwei Rohrböge. Das ist, dieser Rohrbogen wurde hier gekürzt, also den muss man erst hier absägen, damit das Ganze flacher kommt, sonst stößt es gegen den Rahmen. Dieser Rohrbogen ist auch keine 90 Grad mehr, sondern der wurde um ein Drittel gekürzt. Dann ist hier ein gerades Rohrstück, was gesägt wird, und hier noch ein CNC-Drehteil und eine gelaserte Platte. Ja, eigentlich müsste sowas 100 Euro kosten, ne? So aufwendig wie das dann noch. Man muss eine Vorrichtung machen, wo das alles geschweißt wird. Dann hat man hier eine Schweißnaht, da eine, alles muss dicht sein. Es sollte sich nicht zu sehr verziehen. Es sollte natürlich auch optisch was hermachen, keine Frage. Man sieht es zwar nachher nicht mehr, aber ich verstehe, wenn man das aus dem Karton auspackt, will man ein schönes Produkt haben. Ja, klar. Ja, das ist schwierig, das alles noch preisneutral, sage ich jetzt mal, herzustellen, dass man da vielleicht sogar noch ein bisschen ein paar Euro dran verdient. Und da bin ich jetzt gerade eben am Überlegen, ob man das auf andere Fertigungsmethode umsteigt. Aber man muss auch dazu sagen, das sind keine Produkte, die sich hundertfach verkaufen. Ja. Aber da wird von dir noch ein bisschen was zu erwarten sein. Ich zeige jetzt den Ansaugstutz nicht nochmal. Ja. Also wer jetzt eben gerade aufgepasst hat, der weiß, dass da... Ist auch nicht mehr aktuell, muss man auch dazu sagen. Der, der da steht, hat sich schon erledigt. Schon wieder ein alter Prototyp. Aber, da kommt was von dir. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem 3D-Druck beschäftige ich mich schon sehr, sehr lang. Weiß nicht, ob du die alte Gurke mal zeigen willst, da drüber. Schon über 10 Jahre habe ich eigentlich einen 3D-Drucker, wenn es jetzt schon 13, 14 sind. Damals, als diese Makerboard-Geschichte kam aus Amerika, konnte man Bausätze bestellen. Also es gab eigentlich noch gar keine fertige 3D-Drucker zu kaufen, sondern nur Bausätze. Und da habe ich mir gleich so ein Teil bestellt, so ein Bausatz. Aus Holz war das Ganze noch hier. Und habe da auch damals die erste 3D-gedruckte Teile für Wäschbar in Serie produziert. Also du warst... Das war die Staffer. Du warst tatsächlich der Erste, der mit diesem... Ich glaub's zumindest, ja. Also es war damals die Staffer, die auch super funktioniert haben. Also die haben mir ja alle gefahren in Miskirch, habe die auch lang vorher testet. In der Serie nachher kam man aber trotzdem Probleme mit irgendwelchen Öle oder Öladditive. Die kann ich mir bis heute nicht erklären. Also ich konnte es in Benzin einlegen, in Zweitaktöle, verschiedene, die ich mir testet habe. Aber es muss irgendwelche Additive geben, die auf Dauer dieses Kunststoff einfach aufgelöst haben. Schlecht, deswegen werden die mittlerweile CNC gefräst. Ich bin mittlerweile, ja, 3D-Druck für Prototypenbau und so weiter finde ich top. Ich finde es, ja, für die Serieherstellung, es kommt natürlich immer mehr. Für mich hat es irgendwie keinen Wert. Ich weiß nicht, für mich fehlt so ein bisschen so die Wertigkeit. Ne? Eigentlich hat es Wertigkeit, muss es eine haben, weil man muss sagen, für sowas hier läuft so eine Maschine halt mal kurz 4 Stunden oder so. Ne? Braucht einen Haufen, ja, Strom und Kunststoff und weiß der Geier was alles. Von dem her muss das Teil was kosten, aber ja, also Ansaugstutz oder so macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ist Kunststoff oder irgendwas, das ist gar nicht dicht, das zerbricht, das ist auch innerhohl. Ne? Also da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt aber Teile, klar, wieso nicht, ja. Aber ich bin natürlich als Metallverarbeiter, ja, bin ich natürlich Aluminium oder Edelstahl. Ist klar. Ist für mich natürlich das, ne? Also, aber für mich ist es wichtig, für den Prototypenbau ist es für mich ganz, ganz wichtig, einfach gerade bei Frästeile das zu testen. Bei Blechteile ist es nicht notwendig. Das heißt, hier so ein Hauptständerversatz oder sowas hier auszudrucken, um Gottes Willen, da ist Lasern und Kante viel, viel schneller passiert. Ja, sehe ich auch so.